Hey meine neugierigen Freunde, wenn wir Menschen an Tiere denken, dann kommen uns vor allem Dinge wie vier Gliedmaßen, ein Kopf, vielleicht ein Schwanz und solche Dinge in den Kopf. Auf jeden Fall kommen uns Bilder von symmetrischen Lebewesen in den Kopf. Und das ist auch ganz klar, denn die meisten Tiere auf der Erde sind sogenannte Bilateria. Das bedeutet, sie sind bilateral symmetrisch aufgebaut. Und das wiederum bedeutet, dass sie eine Art Längsachse haben, an der ihre Gliedmaßen gespiegelt sind. Das kennen wir eigentlich von den meisten typischen bekannten Tieren, wie zum Beispiel Löwen oder auch Spinnen oder auch wir Menschen. Wir haben eine Achse, an der wir gespiegelt sind. Und dadurch erkennt man auch irgendwo eine Struktur und das Ganze scheint geordnet zu sein. Aber es gibt auch Lebewesen, bei denen man denkt, da gibt es ja wirklich überhaupt keine Ordnung. Da ist alles kreuz und quer und trotzdem können diese Lebewesen leben. Sie haben genauso die passenden Organe und die passenden Funktionen, um überleben zu können. Und so ein Tier, das sehen wir hier. Hier sehen wir ein seltsames Wesen in der Tiefsee. Es wurde im August 2015 von einem Tiefseeroboter des Öl- und Gasunternehmens BP gefilmt. Die Begegnung fand in einer Tiefe von etwa 1300 Metern vor der Küste von Angola statt. Die Crew dieses Unternehmens wusste anfangs nicht, was das sein könnte. Sie hatten überhaupt keine Ahnung. Also nannten sie es spaßeshalber das fliegende Spaghetti-Monster oder manchmal auch genannt das fliegende Nudelmonster. Und dieser Name, der hat sich mittlerweile eingebürgert. Viele Leute kennen dieses Wesen nur unter diesem Namen. Aber nachdem die Crew von diesem Öl- und Gasunternehmen danach Experten kontaktiert hat, um herauszufinden, um was es sich dabei wirklich handelt, da kam heraus, dass dieses Wesen eigentlich Siphonophore heißt. Also der Spitzname ist zwar cool und nett, aber in Wahrheit heißt der wissenschaftliche Name Siphonophore. Und dieses Wesen hat es wirklich in sich. Denn es ist gar kein wirklicher einzelner Organismus, sondern er besteht aus tausenden sogenannten Zooiden. Diese kleinen Zooiden, die bilden dieses gesamte Geschöpf. Aber jeder einzelne von diesen Zooiden hat eigene Aufgaben. Es gibt zum Beispiel manche, die sind für die Ernährung zuständig, andere sind für die Bewegung zuständig und wieder andere sind für die Fortpflanzung zuständig. Das ist sozusagen eine gesamte Kolonie aus einzelnen kleinen Organismen, die aber im Gesamten ein lebendes Geschöpf bilden, das so leben kann, wie man es hier sieht. Es kann jagen gehen, es kann verdauen und es kann sich fortpflanzen. Die Fortpflanzung funktioniert allerdings asexuell. Das bedeutet, dieses Wesen braucht keinen Geschlechtspartner. Es klont sich im Prinzip selbst. Die kleinen Zooiden können sich selbst befruchten und dann einen identischen Klon ihrer selbst erschaffen. Das ist bei solchen primitiveren Lebewesen oft der Fall. Bei größeren Lebewesen, zum Beispiel Säugetieren, ist das ausgesprochen selten. Aber es gibt welche, zum Beispiel den Komodowaran. Der kann sich auch selbst befruchten und braucht keinen Geschlechtspartner, dann entstehen aber eben quasi Klone der Mutter. Und das hat Vorteile, evolutionsbiologisch gesehen, aber auch Nachteile. Die Nachteile sind natürlich, dass man das Genom nicht vermischt und erweitert und somit sich auch nicht anpassen kann an andere Umgebungsbedingungen oder wenn sich etwas im Laufe der Evolution an der Nahrungskette ändert. Ein Vorteil des Klons ist aber, dass man sich natürlich nicht aufwendig auf die Suche nach einem Geschlechtspartner begeben muss und andererseits, dass wenn das Genom schon gut ist und sich gut angepasst hat, dass es dann 1:1 identisch weiter geklont wird und so weiterleben kann. Bei diesem Wesen scheint das gut zu funktionieren, es hat sich gut an seine Umgebung angepasst, denn in der Ordnung der Siphonophore gibt es unzählige verschiedene Arten. Und das zeigt ja, dass es sich da in der Tiefsee zwischen 1000 und 4000 Metern Tiefe gut angepasst hat. Es ernährt sich von Fleisch, also das heißt von kleinen Krebsen oft und kleinen Fischen und das funktioniert mit diesen Tentakeln. Also die Zooiden, die die Tentakel bilden, die sind für das Fangen von Lebewesen zuständig und eben für das Jagen. Aber andere Zooiden sind für was ganz anderes zuständig. Das heißt, sie teilen sich keine Aufgaben. Diejenigen, die jagen und fangen, die haben zum Beispiel überhaupt nichts mit der Fortpflanzung zu tun. Nicht einmal mit der Verdauung haben sie etwas zu tun. Also für die Verdauung sind wieder andere Zooiden zuständig, wie für das Fangen und Jagen. Das heißt, das Gesamte ist wirklich eine einheitliche Kolonie, die zusammenhält und die eine Symbiose sozusagen eingegangen sind.
Ja, also ich finde dieses Wesen richtig cool und es sieht spannend aus und völlig verrückt. Also man erkennt hier überhaupt keine Struktur, aber es lebt und es hat seinen Platz in der Tiefsee gefunden. Das war's zu diesem Thema. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr meiner Videos über die Tiefsee sehen wollt und auch über andere Lebewesen, dann schaut doch gerne in meiner hier angezeigten Playlist Tierwelt vorbei. Und ansonsten abonniert den Kanal für spannende neue Entdeckungen in der Tiefsee, auf der Erde und im Weltall. Ich mache mich schon mal auf die Socken nach dem nächsten Thema und fange schon mal an zu recherchieren. Bis zur nächsten Folge. Ciao!